Mitten im Wald ein Urnengrab. Im niederländischen Dieren ist das möglich. Seit 1957 haben sich hier 100.000 Menschen bestatten lassen, auch viele Deutsche. Genau eingeteilte Grabstätten gibt es hier nicht. Bestatter Martin Ney hat Filialen in Bocholt, Rehde und Emmerich und arbeitet mit dem Friedwald Dieren zusammen. In Holland ist es sehr unkompliziert, einfacher als in Deutschland. Und es kann sowohl mit Angehörigen Asche verstreut oder beigesetzt werden, als auch anonym. Für Angehörige ist es wichtig, dass hinterher entweder Grabpflege betrieben werden kann, wie man so sieht hier bei den einzelnen Gräbern, oder, wenn sie dieses nicht möchten, dass man die Asche verstreut, in die Natur hineingibt, man trotzdem einen Ort der Trauer hat. Bei den Wünschen der Kunden kommt es ganz auf die Region an. Während sich in Bocholt nur jeder Zehnte einäschern lässt, ist das Verhältnis im grenznahen Emmerich genau umgekehrt. Nach der Kremierung kann man die Asche sogar in Glas pressen lassen. In Deutschland sieht es so aus, dass sich Angehörige erkundigen nach anderen und neuen Möglichkeiten, um Bestattungen sehr individuell durchzuführen, so wie in Holland. Hier in den Niederlanden ist es sehr liberal gehalten, sehr unkompliziert. Man versucht, diese Wege auch mittlerweile in Deutschland zu gehen, in Form, dass zum Beispiel Trauerschmuck sehr häufig bestellt wird. Die Friedwaldbestattung in Holland oder nahe Warendorf bietet Martin Ney erst seit kurzem an. Und die Nachfrage ist groß. Das merkt auch Praktikantin Antje Bremer. Sie will später mal Bestatterin werden. Ich habe vor 3 Jahren, lief im Fernsehen eine Dokumentation, habe ich gesagt, das möchte ich auch machen. Das kam einfach so, ich weiß nicht. Das hat sich so eingespielt. Meine Mama hat gesagt, du hast sie nicht alle. Dann habe ich ein halbes Jahr um mein Praktikum damals gekämpft. Dann habe ich mich überall beworben. Wurde leider nichts, dann hat Herr Ney gesagt, nennt mich als Jahrespraktikantin. Die Einäscherung kostet in Deutschland mindestens 340 Euro, weniger als in Holland. Dafür ist in Dieren der Friedwald deutlich günstiger. Ein Urnengrab kostet 180 Euro pro Jahr. Das einmalige Verstreuen nur 110. Und so sieht die Streuwiese aus. Hier sehen wir, ist gerade frisch Asche verstreut worden, die Asche eines Verstorbenen. Diese Asche dringt langsam durch Feuchtigkeit und Wind in den Boden ein und düngt den Boden sehr nahrhaft mit Calcium. Dieser Trend wird sich auch in Deutschland fortsetzen. Ein Steigen der Friedwälder, die wir bereits in der Nähe von Warendorf und Bramsche in unserer Region bereits haben. Wenn die Nachfrage weiter steigt, wird es auch wohl in Deutschland bald mehr Friedwälder geben. Dann kann jeder unter dem Baum seiner Wahl die letzte Ruhe finden.